Intermezzo 1938. Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo, tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti, der Consigliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Oh, Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen, setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein, trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy, du kannst diese Stadt mal haben. Na, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy.
tiefgründiges Gespräch. Ein Ausflug aufs Land, 1933. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Und an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 1, das Remake. Ja, es geht voran. Wir haben immer ein bisschen Schießereien und so. Weißt du, es tut gut, Sarah endlich wieder lächeln zu sehen. In der letzten Folge ging es zur Sache und jetzt wollen wir uns raus mit Frank treffen. Und ich überlege tatsächlich mal ein bisschen mehr rauszuschneiden, ähnlich wie in Red Dead, dass ich irgendwie lange Wegstrecken Frank, oder sowas kürze. Er kommt zur Werkstatt hinter der Bar. Er wird gleich da sein. Weil die Folgen gehen auch echt lang. Obwohl die Missionen ja auch länger dauern. Als in Red Dead Redemption 2 Story, würde ich sagen. So, aber jetzt geht's weiter. Tommy, Frank sollte nicht nach dir suchen müssen. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Politiker. Mahlzeit, Männer. Er stürmte. Wir fuhren in die Vororte, um diesen Kerl zu schnappen. Die Straßenlampen lieferten nur schwaches Licht. Wir fuhren so gut wie im Dunkeln. Wir kommen zum Haus, sind bereit. Und dann kommt dieser große Blitz. Und für eine Sekunde im Vorgarten sehe ich diesen Kopf. Liegt einfach so da, starrt, am Hals abgetrennt. Ach, erzähl keinen Mist. Ein paar andere Jungs waren schon vor uns bei dem Haus. Der Kerl hatte wohl mehr als genug Feinde. Den Rest von wie dem auch sei. Gefunden. Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind noch mal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Blabe Kloßbrühe. Fahre zu Sayeris Lagerhalle. Ralphie! Was geht ab? Späte Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen. Okay. Nimm mal die Karre. Also unsere Garage da hinten bringt bisher gar nichts. Ne? Wir kriegen ja ständig hier auch Autos. Hört sich gut an. Radio aus. Und wir gucken mal, wie weit es insgesamt ist. Oha. Quer durch die Stadt einmal. Eventuell werden diese Folgen jetzt auch wieder ein bisschen leiser als die letzten. Denn da ging mein... Oh, wir müssen links. Mein Ton so hoch bis minus 3 Dezibel. Das ist zwar gut, dann müsst ihr nicht so laut machen, aber im Grunde ist es schon wieder zu laut. Denn DVD-Audio-Norm war wohl mal minus 12 Dezibel bei Dialogen. Das heißt, es kann schon lauter werden, wenn es kracht oder so. Aber ich will ja auch
dass der Spielsound nicht zu leise ist, weil wenn ich manchmal Streams gucke, da ist der Spielsound so dermaßen leise. Ich weiß nicht, warum die Leute so eine Scheiße machen. Oder denn die Profis, die direkt über PlayStation streamen, irgendwie, wo gar kein Spielton rüberkommt oder der minus 50 Dezibel hat oder sowas. Geht gar nicht. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden, um das gut abzumixen. Aber es gelingt natürlich auch nicht immer, weil ich bin ja auch kein Profi. Aber ich versuch's. Die Videosequenzen sollen natürlich schön laut sein. Am besten die Videosequenzen werden so laut wie mein Mikrofon-Sound, weil dann bin ich ja sowieso ruhig. Allerdings, selbst wenn der Audiopegel zum Beispiel denn bei den Videosequenzen, bei den Dialogen bei minus 12 ist und wenn ich zocke oder ich rede, dann auch bei minus 12, kann das sein, dass mein Audio dann schon wieder leiser wirkt, obwohl beides bei minus 12 ist. Aber das ist dann auch nicht immer gleich. Ne? Also ich weiß nicht, ob das denn was mit Frequenzen zu tun hat oder keine Ahnung. Oh! Da wollten wir uns vorbeischummeln. Es regnet jetzt echt oft, ne? Also das Wetter ist, glaube ich, echt nicht dynamisch, sondern das ist festgelegt. Wenn ich es irgendwann nochmal spiele und dann regnet es wieder an dieser Stelle, dann weiß ich ja Bescheid. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Warum entwickeln die so ein Spiel, das so eine geile Location bietet, so ein geiles Setting und dann kannst du sonst nichts weitermachen? Warum machen die das nicht so mod-kompatibel, dass die Leute sagen können, ey, wir wollen hier das modden, damit wir hier auch RP spielen können? Leute, warum machen die das nicht? Ist den Entwicklern etwa entgangen, wie viele Leute GTA RP spielen? Aber ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass ich auch in Mafia 3 Bock auf RP gehabt hätte. Weil ich finde, die Welt in Mafia 3 ist auch echt cool. Und dann auch die Zeit ist auch ganz cool. Aber das Spiel kann hier nicht mithalten. Ja, der gute alte Heckantrieb, oder was? Oder ist doch Heckantrieb, oder? Komm schon, kriegen wir noch 80 Sachen? Na, wir müssen abbiegen. Oh, Scheiße. Los, Tom! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Kennst du die Farm? Ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Die Schuhscheiße und Selbstgebrannten. Wird eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später? Nachtschicht mit Luigi's kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten.
Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Nur falls Frank recht hatte. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Ja, an diese Mission kann ich mich auch noch ganz blass erinnern. Ich weiß aber nicht, ob es damals geregnet hat. Suche nach Hinweisen. Gucken wir mal hier gleich ins Häuslein. Hey, da geht's hoch. Gesichert. Jemand hat heute hier gewartet. Zeitung. Ein Viertel arbeitslos. Regierungsbericht deutet auf andauernde Wirtschaftsflaute hin. Die bisherigen Maßnahmen konnten den wirtschaftlichen Absturz nicht bremsen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 25%. Zwangsvollstreckung von Farmen liegen auf einem zweijährigen Höchststand, während Kleinbauern gegen die finanziellen Härten und die Staubstürme in den High Plains kämpfen. Der Präsident schlägt als Reaktion neue Gesetze vor, um das Bankensystem zu stabilisieren. Ja, es geht immer nur um die Banken, nicht um die Bevölkerung. So, jetzt ist da der gelbe Bereich. Wie sieht denn die Farm hier aus? So sieht's hier aus. Ach, wo sind wir denn jetzt genau hier? Mhm. Fahren wir erst nach ganz rechts, um dann wieder nach oben links zu fahren. Also ich fand das damals immer... Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Also ich fand das damals immer echt geil hier, weil jetzt ist natürlich cool mit wahllos hier. Deckungssystem und so ein Zeug. Und da musste man halt immer ganz anders vorgehen, aber das habe ich ja auch schon tausendmal erwähnt. Ey, ich muss hier einmal rum, denn da liegt etwas, das ich haben möchte. Zigarettenbild 5 und 25. Aber ich denke mal, wenn man irgendwann nochmal freie Fahrt macht, dann kann man das auch alles... noch einsammeln. Jetzt müssen wir hier rumsuchen. Der Pfeil da oben bedeutet Norden, war? Dann checke ich mal hier erstmal den Osten ab. Himmel, Sam. Ist hier auf? Nee. Wollen wir hier reingucken? Auch nicht. Achso, das war ja Deckung. Wo ducke ich mich nochmal? Auf X. Das Blut. Hier kann man auch nicht rein. Da liegt was drin. Ist die andere Seite vielleicht offen? Das ist eine ganz große Anlage hier. Nee. Ey, ich will die Zeitschrift da drin haben. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch rein. Ansonsten, wie gesagt, freie Modus, wenn ich das irgendwann auf 100% haben will. Das habe ich ja in Mafia 3 so gemacht und dadurch hat sich Mafia 3 echt gestreckt. Nur durch die ganzen Sammelobjekte. Sportlich ist er. Ach, hier ist der Anfang. Oder was? Nee. Ach, keine Ahnung. Also hier habe ich keinen guten Orientierungssinn. Ein Köter! Wer erschießt denn einen Hund? Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was ganz und gar nicht.
Zeitungsausschnitt. Vermisster Farmer tot aufgefunden. Lost Heaven. IL? Was ist ein IL, Leute? 17. Juni, Harry Smith, der 2 Monate lang als vermisst galt, wurde heute vom Leichenbeschauer von Lost Heaven offiziell für tot erklärt. Die erfolglose Suche des Vaters des Farmers gemeinsam mit Nachbarn war vor einigen Wochen eingestellt worden. Die grausame Entdeckung des Toten machten Kinder im Wald in der Nähe der Corpse Farm, als sie dort nach Pilzen und Beeren suchten. Die Todesursache gilt als geklärt, da Mr. Smith sich offenkundig erhängt hat. Er hinterlässt seinen betagten Vater. So, was passiert, wenn ich die Lampe kaputt schieße? Achso. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Munition. Da haben wir nicht so viel. 12 Schuss nur für ihre Schrotflinte. So weiter vorrücken. Achso, wir sind eben hier rechts lang gegangen. Dann sind wir hier einmal ein bisschen im Kreis gegangen oder sowas. Dann sollte ich vielleicht zickzack... Ach, jetzt gehe ich ja wieder zurück. Versteckst du dich? Untersuche den Laster. Ach nee, wir sind doch nicht zurückgegangen. Hey, Kumpel! Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Mein Glück, dass er nicht getroffen hat. Hier drüben! Haltet mit diesem Kerl verbleiben! Ah, der hat eine Tommy Gun! Können die meine Strohballen kaputt schießen, weil wenn ich mich... Die halten echt viel aus. Lad nach. Da kommt Nachschub. Weil die Kartons, die Kisten, können ja kaputt geschossen werden, wie ich gerade gemacht habe. Jetzt rennt er weg. Ich kassiere immer irgendwie Hits. Die sind echt gut, die Leute. Und die rücken doch noch vor. Der versucht mich zu umgehen. So, erste Welle abgewehrt oder was? Was haben wir denn hier stehen? Mollys oder was? Nichts hier fühlt sich richtig an. Nee, Bier. So, jetzt haben wir Schrotmunition eingesammelt. Hier liegt was. Ein Telegramm, kanadisches Telegramm, eingetroffen bei 99 Cox Boulevard, Ottawa. BLVD ist Boulevard, ne, oder? 1. Februar, 16 Uhr, kanadische Nachbarn, Treffen am üblichen Ort. Onkel ist froh, dass das Geschenk unterwegs ist. Das war eine Falle. Ja, wir heilen uns mal. Weil man kann die auch nur einmal benutzen und ich weiß nicht, ob ich hier zurückkehren kann. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Original immer nur diese Medizinschränke gab oder ob es Medipacks irgendwo rumlag, ob die rumlagen oder so. Da! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Oh Gott. Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Sie stehen auf Morellos Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Thank you.
finde Sam. Das ist es ja auch, ne? Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Wie sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten? So. Die wollen ja keinen Ärger mit den Cops haben, ja? Und auf den wohl größten deutschen GTA-RP-Server fängt mit GV an. Was ich da an Gangster-RP miterlebt habe, ne? Die größten Idioten der Menschheitsgeschichte. Kein Respekt vor irgendwas. Denken sind Gangster und schießen einfach alles weg, ne? Das ist nicht so wie hier. Richtig geiles Mafia-RP und wir wollen keinen Ärger mit den Cops. Wir wollen einfach nur unser Ding durchziehen. Nein. Da werden sogar noch Cops provoziert, weil sie Langeweile haben und Cops dienen dann nur zur Beschäftigung, zur Belustigung, um Schießereien zu haben. Ist so asozial, was da so abgegangen ist. Absolut fürchterlich. Das bietet so vielen, aber die Leute sind so geistig beschränkt, dass sie kein richtiges geiles Gangster-Mafia-RP können. Darf ich mit dir reden oder was? Und wir sollen zusammenbleiben. Gut, wir durchsuchen die Farm, wir finden Sam und verschwinden. Noch jemand? Wir legen sie um. Kapiert? Wir legen alles um, was wir sehen. Also jetzt auch die Cops, weil das sind ja keine lieben Cops hier. Die sind ja auch geschmiert. Die arbeiten ja scheinbar für Morello. Sam? Sam! Wo zur Hölle bist du? Geht das etwas leiser, Polly? Da sind Mollys. Die hole ich mir. Ja. Oh! Ja, erstmal hol ich mir die Mollys. Was haben wir hier Schönes? Notiz lesen. Kanadischer Reisepass. Personenbeschreibung. Name Joseph Tremblay. Beruf Flaschenabfüller. Geburtsort Winnipeg, Kanada. Geburtsdatum 6. Oktober 1899. Augenfarbe grau, Haarfarbe rot. Rotschopfen, Streichholz. Gott. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Kein Fusel ist diesen Mist wert. Zwei Mollys haben wir. Los. Was zum Teufel macht? Dafür zahlt uns der Boss nicht genug. Stell dich mal nicht so an. Hast noch ein Fragezeichen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ach. Arme Kerle. Können wir auch hier raus. Ah, jetzt können wir hier rein. Da ist doch noch eine Zeitschrift. Oder irgendwas. Gesichert! Doch nicht! Hätte ich auch leiser kalt machen können, ne? Dime Detective. Oh, hier ist nochmal Munition. Was haben wir hier Schönes? Eine Notiz. George, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Salieris Whisky-Übergabe heute Nacht stattfindet. Unser gemeinsamer Freund will, dass kein kanadischer Fusel mehr in die Stadt gelangt. Sei mit deinen Männern um 21 Uhr bei der Farm, über die wir geredet haben. Warte die Nacht hindurch und sag den Jungs, sie können die Samthandschuhe ausziehen. Sie können als Dank für die Reise nach Süden etwas Fusel mitbringen. Gute Jagd. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Wie schmeckt dir das? Ah! Bin immer noch hier, Arschloch! So, jetzt Bums gemacht, aber die Wände haben es ausgehalten. Nehmen wir die Pistole mal weg und packen da... Oh, was meine Jungs? Dafür die Flinte. Ne, Pistole, also das ist nur mit der Tommy Gun austauschbar.
Was? Er ist tot. Braucht Munition, Männer. Außen wird auch fleißig geschossen. Hier haben wir nochmal Munition. Jetzt haben wir 92 Schuss hierfür. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Notiz. Farm-Verkaufsplakat. Öffentliche Versteigerung. Nach der Pfändung der Korpsfarm und der Zwangsvollstreckung des Geschäfts Jay Smith und Sohn durch die Grand Imperial Bank Lost Heaven wurde am Dienstag, dem 1. August 1932, Vermögensgegenstände bei einer öffentlichen Auktion verkauft. Guten Abend! Oh. Sam! Aua! Ich muss hier! Zum Trecker. Oder links ist noch irgendwo. Ich brauch den seinen Kopf. Los, versuch es aus einem anderen. Potato Aim. Der wirft einen Molly. Ach, ich kann hier nicht einfach so weg. Ich kann auch mit Mollys werfen. Renn, Junge! Getroffen oder was? Ich glaub nicht ganz. Bedeckungsfeuer! Das Ding, das streut aber hier, ey. Jetzt duckt er sich. Sound nicht kaputt. Wo ist er denn hin? Was haben wir nicht, Junge? Alter, was ist hier los? Ah, ich brauch Munition. Gott sei Dank, wir müssen zu ihm. Und die hier. Die Munition ist wichtiger als Sam, Leute. Oh, hier, ich will mal eine andere Knarre mitnehmen. Obwohl die Knarre, glaube ich, schlechter ist. Passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein, nein, ich denke nicht. Okay, 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 halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey, du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Scheiße! Hey,
Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar. Klar haben wir das. Wo sind all die Kerle hergekommen? Ja, Leute, aber ich werde diese Mission in zwei Parts splitten wahrscheinlich. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es denn hier weitergeht, ob wir schaffen, Sam zu einem Arzt zu bringen und wie es mit dem Alkohol aussieht. Also, bis dann. Ciao.